Oh mein Gott, wisst ihr, wer das ist? Das war Richard Dawkins. Was, ihr wisst nicht, wer das ist? Guckt euch einen Beitrag an. Richard Dawkins wurde am 26. März 1941 in Nairobi geboren. Seine Eltern Clinton John Dawkins und Mary Jean Vivian Ladner waren sehr stolz auf ihn. Wir sind stolz auf unser Kind und sind davon überzeugt, dass es in seinem Leben erfolgreich sein wird. Seine Familie kehrte mit ihm 1949 zurück nach England, wo sie ursprünglich herkam. 1966 bekam er seinen Abschluss in Biologie und Zoologie an der Universität von Oxford. Ein Jahr später heiratete er die Autorin Marion Stamp, von der er sich nach 17 Jahren Ehe trennte. Einige Jahre lang unterrichtete er Zoologie an verschiedenen Universitäten. 2008 ging er in Rente. Dennoch befasste er sich weiter mit der Theorie der Evolutionsbiologie von Charles Darwin und schrieb auch einige Bücher zu diesem Thema. Sie haben in Ihrem Buch Das egoistische Gen den Begriff Mem eingeführt. Was kann man sich darunter vorstellen? Das Mem ist ein Bewusstseinsinhalt, der durch Kommunikation weitergegeben und damit vervielfältigt wird. Das ist analog zur Funktion des Gens, das körperliche Eigenschaften von Individuen durch Fortpflanzung bzw. Vererbung weitergibt. Einige Beispiele dafür sind Ideen, Überzeugungen oder Verhaltensweisen. Sie springen von Gehirn zu Gehirn durch einen Prozess, den man im weitesten Sinne als Imitation bezeichnen kann. Das ist analog zur Funktion des Gens, das körperliche Eigenschaften von Individuen durch Fortpflanzung bzw. Vererbung weitergibt. Ich habe gelesen, Sie sind ein Bright. Was ist denn das? Wie mein Freund Daniel Dennett einmal gesagt hat, ein Bright ist ein Mensch mit einem naturalistischen, anstatt eines übernatürlichen Weltbildes. Wir Brights glauben nicht an Geister oder Elfen, den Osterhasen oder Gott. Ich bin ein Bright. Sie sind wahrscheinlich auch ein Bright. Die meisten Leute, die ich kenne, sind Brights. Einige Leute im Parlament sind vielleicht auch versteckte Brights, nur sie geben es nicht in der Öffentlichkeit zu. Wir Brights behaupten nicht Bright im Sinne von intelligent zu sein. Genauso wenig wie die Schwulen behaupten, gay im Sinne von heiter zu sein. Sie sind jetzt im Ruhestand. Was machen Sie in Ihrer Freizeit? Ich würde nicht behaupten, dass ich im Ruhestand bin. Ich habe mich nur von meiner Arbeit als Professor zurückgezogen, um weiterhin Bücher zu schreiben. Im Moment bin ich dabei, ein Buch zu schreiben, in dem ich Jugendliche davor warne, an irgendwelche nicht wissenschaftlichen Märchen zu glauben. Meiner Meinung nach ist es Zeitverschwendung, etwas zu glauben, das nicht existiert. Deswegen habe ich ja auch 2008 zusammen mit einigen Kollegen den Aufruf an die Menschen in London gestartet, damit aufzuhören, an Gott zu glauben und sich Sorgen zu machen und einfach das Leben genießen.